Ich habe sehr selten Bock, einen Tag zu drehen, aber heute Morgen war es mal wieder so weit. Ich habe ein Video von Books and Lala gesehen. Das Video verlinke ich euch auch gerne in der Infobox. Und zwar hat sie den Book Titles Tag gemacht. Da geht es halt darum, Fragen mit der Hilfe von Buchtiteln zu beantworten. Das fand ich ziemlich cool. Ich habe mir jetzt auch schon die 10 Bücher rausgesucht, die ich euch hier zeigen möchte als Antworten auf die Fragen. Und als kleiner Kniff hat auch mein Freund Antworten rausgesucht für sich, sodass ich euch jetzt zu jeder Frage 2 Antworten zeigen kann. Ich werde dann die Antwort meines Freundes hier irgendwo einblenden. Die Fragen setze ich euch natürlich auch in die Infobox, denn ich möchte natürlich auch 3 Menschen taggen. Das werde ich jetzt schon vorher tun. Und zwar möchte ich taggen Sandra von Zeilensprung, Biene von Bienes Bücher und Laura von F. Lolle. Bei den dreien würde es mich sehr interessieren, was sie antworten, und ja, ich hoffe, ihr fühlt euch getaggt. Die erste Frage war, Title, that's the story of your life. Also quasi ein Titel, der mein Leben beschreibt. Und ich habe mir da Rainbow Rowell's Carry On ausgesucht. Für mich ist es irgendwie so, als Studentin im letzten Semester, ich schreibe meine Masterarbeit momentan, ich muss meinen Tag selber einteilen, ich muss meine Zeit selber, ja, der Freizeit oder der Arbeit zuordnen, ich muss die Aufgaben irgendwie schaffen, in der richtigen Zeit zu erledigen, und das fällt mir nicht sonderlich leicht, und deswegen ist eigentlich jeder Tag wieder eine neue Herausforderung für mich. Und an manchen Tagen ist man natürlich auch nicht so gut gelaunt, und da sage ich mir dann einfach, carry on, es wird weitergehen, du musst weitermachen, du wirst es irgendwie schaffen. Und deswegen finde ich, dass dieser Titel sehr, sehr gut dazu passt. Auch das Buch mochte ich ganz gerne. Es ist ja quasi eine Auskopplung aus Fangirl von Rainbow Rowell, und ich kann es auch jedem empfehlen, der Fangirl mochte. Ja, also das ist meine Antwort auf die erste Frage. Ich werde euch dann hier oben so ein kleines Bild einblenden und zeigen, welches Buch mein Freund als Antwort auf die Frage ausgesucht hat. Und ich glaube, bei diesem Buch, das er hier gewählt hat, das war ein bisschen ironisch gemeint. Die zweite Frage lautet, Title that describes your perfect weekend. Da habe ich wirklich lange gesucht, aber habe mich dann entschieden für The Wind in the Willows von Kenneth Graham. Ich habe das immer noch nicht gelesen. Aber der Wind in den Weiden klingt für mich sehr, sehr entspannend, und es erinnert mich so an einen ausgedehnten Spaziergang. Vielleicht geht man am Ende noch ein Eis essen oder so. Also einfach ein Wochenende in der Natur mit vielen schönen Outdoor-Aktivitäten. Am liebsten natürlich im Sommer. Das wäre so meine Vorstellung eines perfekten Wochenendes. Die dritte Frage, beziehungsweise die dritte Aufgabe, es sind ja keine Fragen. Title of an adventure you'd like to go on. Und da habe ich auch lange überlegt, da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten, habe mich dann aber für Mädchenmeute von Kirsten Fuchs entschieden, weil ich dieses Wort Mädchenmeute einfach sehr abenteuerlich finde. Also ich weiß ja, was in dem Buch passiert, dass so ein paar Mädchen alleine im Wald leben für einige Zeit, und das ist jetzt nicht so unbedingt mein Ziel, aber ein Abenteuer mit einer Mädchenmeute, das fände ich schon irgendwie lustig. Deswegen habe ich mir das Buch ausgesucht, und ich liebe es einfach. Das nächste war schon ein bisschen schwieriger. Title, you want to name your child. Ja, ich hatte nicht so viele Ein-Wort-Titel in meinem Bücherschrank, habe dann aber doch noch ein Buch gefunden, dessen Titel ich sehr, sehr schön finde. Und ja, auch die Figur, die diesen Namen trägt in diesem Buch, mag ich sehr, sehr gerne. Und zwar ist das Lirael von Garth Nix. Ja, Lirael, das ist so ein Mädchen, das mich in meiner Jugend begleitet hat sozusagen. Und auch heute noch denke ich oft an sie. Und ich möchte die Bücher sowieso mal auf Englisch lesen. Ich habe sie ja bisher nur auf Deutsch gelesen. Ja, deswegen ist Lirael meine Antwort. Die fünfte Aufgabe ist Title of your ideal job. Und da muss ich leider Books and Lala nachmachen, denn ich habe wirklich kein passenderes Buch gefunden für diese Aufgabe. Und zwar Fangirl von Rainbow Rowell. Mein wirklicher Berufswunsch ist ja Lektorin in einem Jugendbuchverlag, und
Ich hoffe aber, dass ich es schaffe, immer ein Fangirl zu bleiben und mich für Bücher so richtig begeistern zu können und hineinsteigern zu können. Ja, deswegen habe ich auch wie Books and Lala diesen Titel gewählt als mein idealer Job. Die sechste Aufgabe, Title of a Place You'd Like to Visit. Da habe ich auch ein bisschen überlegt und da mein Freund und ich in letzter Zeit immer so viele Dokumentationen auf Netflix gucken, in denen es um englische Herrenhäuser geht, zum Beispiel über das, wo Downton Abbey gedreht wurde oder ja um irische Castles oder sonst was, habe ich mich für Kloster Northanger von Jane Austen entschieden. Ich mag das Buch zwar jetzt nicht so super gerne, also es ist nicht mein liebstes Buch von Jane Austen, aber wie Kloster Northanger beschrieben wird, würde ich das schon gerne mal sehen. Also es hat ja so einige gruselige Anteile und umgebaute, interessante Ecken und ja, ich finde einfach, Kloster Northanger ist bestimmt einen Besuch wert und deswegen habe ich das gewählt. Jetzt kommt etwas sehr Persönliches, wie ich finde, und zwar ist die siebte Aufgabe, Title of Your Love Life. Und ich wusste sofort, welches Buch ich nehmen werde, und zwar Never Let Me Go von Kazuo Ishiguro. Ja, ich bin jetzt schon seit über 8 Jahren mit meinem Freund zusammen und wir planen auch, dass das noch weiterhin so bleibt. Deswegen ist das hier meine ideale Antwort. Auch die Antwort meines Freundes ist ein bisschen schmalzig süß. Die nächste Aufgabe war etwas knifflig, da wusste ich zuerst überhaupt nicht, was ich nehmen sollte, und zwar Questions You Ask Yourself. Ich habe das jetzt so ein bisschen interpretiert und zwar habe ich mich entschieden für ein Sachbuch von Temple Grandin und zwar Thinking in Pictures. Habe ich noch nicht gelesen. Ich habe allerdings den Film dazu gesehen. Da geht es um eine Frau mit Autismus, die sehr, sehr gut mit Tieren umgehen kann, vor allem mit Kühen und Pferden. Und ja, es heißt Thinking in Pictures. Und ich habe mich auch innerhalb meines Studiums schon sehr oft damit beschäftigt, wie Menschen denken. Also wie bilden sich die Gedanken in unserem Kopf überhaupt ab? Wir denken ja nicht in Wörtern oder in Lauten, sondern man denkt ja auch viel in Gefühlen oder in Bildern oder ja, in was Abstraktem, was man nicht einfach so abbilden kann. Damit habe ich mich viel beschäftigt und wo ich mir auch immer sehr viele Fragen noch stelle, die noch nicht beantwortet sind. Vielleicht werden die hier drin noch weiter beantwortet, mal sehen. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht gelesen, freue mich aber sehr, sehr drauf, weil ich den Film grandios fand. Die vorletzte Frage ist, Title of a Kingdom you want to rule or name? Und ja, dieses Buch passt eigentlich perfekt zu dem Kingdom, das ich rulen möchte, und zwar Paper Towns von John Green. Wiederum nicht mein liebstes Buch von John Green, aber ich finde den Titel sehr, sehr schön. Und ja, ich wäre gerne die Königin über die Papierstädte dieser Welt. Und die letzte Aufgabe ist wieder sehr witzig, und zwar Title You Would Name Your Band. Da habe ich auch ein bisschen überlegt und habe im Endeffekt ein Buch gewählt, das ich noch nicht gelesen habe, das auch eigentlich kein lustiges Buch ist, was mit Bands oder so zu tun hat, sondern eher mit Krieg. Und zwar Birdsong von Sebastian Faulx. Wie gesagt, habe ich noch nicht gelesen, ist aber ein Buch über den Krieg. Okay, meine Katzen sind wieder am Jagen. Ich finde allerdings den Titel Birdsong sehr schön für eine Band und deswegen habe ich das Buch gewählt. Das war mein Tag. Ich denke, dass in der nächsten Zeit noch ein Tag kommen wird, und zwar der Halbjahres-Book-Tag oder so. Irgendwas mit Halbjahres. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wann der kommt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses Video schon mal gefallen hat. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne auch in den Kommentaren erzählen, was ihr so auf diese Aufgaben für Antworten gehabt hättet. Oder was ihr von den Antworten meines Freundes haltet. Ja, schreibt mir gerne, ich freue mich immer darüber. Und jetzt werde ich erstmal diese ganzen Bücher wieder wegräumen. Und ciao!